Im folgenden Video wollen wir über euer Gehirn reden. Was hat es davon, wenn ihr täglich viele Stunden zockt? Ist es schädlich oder macht es euch für bestimmte Aufgaben vielleicht sogar geschickter? Finden wir es heraus. Hat Zocken wirklich eine Auswirkung auf das Gehirn? Wie das mit der Wissenschaft nun mal so ist, gibt es viele unterschiedliche Meinungen und kaum ist eine Studie auf dem Markt, die etwas behauptet, kommt schon wieder die nächste, die etwas widerlegt. Ist man selbst kein Wissenschaftler, ist man dazu gezwungen zu glauben, was einem erzählt wird. Im folgenden Video geben wir den aktuellen Stand der Forschung wieder und der sagt, und das schon seit vielen Jahren, dass Zocken in jedem Fall Auswirkungen auf das Gehirn hat. Ob gut oder schlecht und wie stark, das ist das Einzige, bei dem sich die Meinungen und Ergebnisse widersprechen. Wir versuchen trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was machen Computerspiele mit dem Gehirn? Sie aktivieren es. Das ist natürlich noch nichts Besonderes, denn alles, was ihr macht und erlebt, aktiviert als allererstes euer Gehirn. Als Wissenschaftler jedoch ein paar Zocker vom Rechner losbekamen und sie in ein MRT steckten, fanden sie heraus, dass Zocken tatsächlich ganz konkret Dinge mit eurem Denkorgan anstellt. Robuster Streifenkörper. Bei Gamern ist der Teil des Hirns, der für die Orientierung und Interpretation der Außenwelt zuständig ist, wenig robust. Der sogenannte Streifenkörper oder auf Latein Striatum, der Informationen verarbeitet und ein Bild von der Außenwelt schafft, arbeitet vor allem bei Zockern, die gerne Actionspiele spielen, weniger effektiv und das kann unter Umständen sogar echte Probleme verursachen. Area Entorhinalis. Als man Gamer in die MRT-Röhre legte, stellte man fest, dass die Art Computerspiele, die sie in ihrer Jugend spielten, Auswirkungen auf einen bestimmten Bereich ihres Gehirns hatten. Wer Actionspiele gespielt hatte, hatte einen weniger stark ausgeprägten Anteil von Masse im Großhirn, als solche, die Logik- oder Puzzlespiele gespielt hatten. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass die erste Gruppe sicherlich mehr Spaß hatte. Gesteigerte Plastizität. Was jedoch allen Gamern gemein war, war, dass die Plastizität des Gehirns gesteigert werden konnte. Dies ermöglichte es, Neuronen anatomisch und auch funktionell zu regenerieren und neue synaptische Verbindungen herzustellen. Die Gehirnplastizität oder Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu regenerieren und erneut zu strukturieren. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Tierversuche. In Tierversuchen konnte nachgewiesen werden, dass Schimpansen, denen man einfache Computerspiele beigebracht hatte, geradezu eine Explosion ihrer Gehirnleistung erlebten. Sie schienen sich schon nach kurzer Zeit geradezu in ihre Gegner reinversetzen zu können und erreichten Scores, die vergleichbar mit dem von 6-jährigen Menschenkindern waren. Warum spielt man überhaupt? Das Lebewesen spielen ist normal. Spiele fordern unseren Geist heraus und trainieren unsere Körper. Tierbabys kämpfen aus Spaß miteinander, weil es ihnen beibringt, sich in der freien Wildbahn zu verteidigen und Menschenkinder üben spielerisch soziale Interaktion. Da Spiele uns außerdem in Realitäten entführen, die wir völlig gefahrlos bereisen können, helfen sie mitunter sogar die Fantasie anzuregen. Spielen ist wichtig. Spielen hilft uns dabei, jung zu bleiben. Spiele trainieren uns darauf hin, Probleme zu lösen, die uns so ähnlich vielleicht auch einmal in der echten Welt begegnen. Sind Computerspiele schlecht für die Augen? Nein. Zumindest sind sie nicht schlechter für die Augen als Fernsehen oder Smartphones. Wenn ihr stundenlang zockt, solltet ihr alle 1 bis 2 Stunden eine kleine Pause einlegen und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Augenärzte empfehlen dies übrigens auch bei Menschen, die einen langen Arbeitstag im Büro haben. Unsere Augen sind nämlich irgendwann dafür gebaut worden, den Blick über große Flächen streifen zu lassen und nicht dafür auf einen Bildschirm zu starren. Bringen Lerncomputerspiele etwas? Lernsoftware bringt nicht nur etwas, viele Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass Lernsoftware die Zukunft der Wissensvermittlung ist. Vor allem, wenn Dinge spielerisch erlernt werden, ist das die beste Möglichkeit, überhaupt etwas zu lernen. Nicht nur macht es Spaß, die neuen Informationen bleiben auch länger im Gehirn und können einfacher aufgenommen werden. Während man nach einem 6-stündigen Schultag völlig geschafft ist, vergehen 6 Stunden, die man mit Hilfe von Computerspielen lernt, praktisch wie im Flug. Heutzutage gibt es außerdem schon für fast jedes Schulfach eine Lernsoftware. Machen Killerspiele aggressiv? Viel wurde in den letzten Jahren über Killerspiele geredet. Die eine Seite behauptet, sie würden Menschen gewalttätig machen, die andere Seite meint, das sei absoluter Quatsch. Beide Seiten haben allerdings ein bisschen recht. Killerspiele sind niemals der einzige Grund, warum ein Mensch durchdreht und zum Amokläufer wird. Für Menschen, die aber sowieso schon Probleme haben, kann exzessives Spielen von Games, in denen man Gewalt ausübt, das Fass zum Überlaufen bringen. Um gegen Amokläufe vorzugehen, gab es aber deutlich wirksamere Maßnahmen, als Computerspiele zu verbieten.
Scharfe Waffengesetze, Kampf gegen Mobbing und Sozialarbeit, die sich um die Außenseiter einer Klasse kümmern, bringen viel mehr als irgendwelche Verbote. Kann Zocken Patienten mit Alzheimer helfen? Gehirntraining mit Computerspielen kann laut einer US-Studie tatsächlich dabei helfen, Alzheimer vorzubeugen. Im Rahmen einer Versuchsreihe wurden Senioren in 4 Studiengruppen eingeteilt und über 10 Jahre hinweg beobachtet. Die erste Gruppe unternahm keinerlei Demenzvorsorge. Eine weitere praktizierte regelmäßig Merk- und Erinnerungsübungen. Die nächste Testgruppe versuchte sich an Problemlösungs- und Rätselübungen. Der vierten Gruppe wiederum wurde ein Reaktions- und Geschwindigkeitstraining angeboten, also ein Computerspiel. Nach 10 Jahren stellte sich heraus, dass die letzte Gruppe merklich seltener von Demenz betroffen war als die Vergleichsgruppen. Insgesamt reduzierte das Training das Demenzrisiko um 29%. Wie viel sollte man am Tag zocken? Das soll nun kein Argument dafür sein, den ganzen Tag am PC oder an der Konsole zu sitzen. Es findet jedoch ein Leben da draußen statt und je jünger man ist, umso wichtiger ist es, rauszugehen und Dinge zu erleben. Für unter 14-Jährige sollten es maximal 90 Minuten Zocken bzw. Fernsehen am Tag sein. Ab 14 kann man durchaus auch mal etwas länger zocken, wenn man die nächsten Tage dafür vermehrt an der frischen Luft ist. So wie bei allem im Leben muss man ein gesundes Mittelmaß finden und machen, wobei man sich wohlfühlt. Das nützt eurer Seele und natürlich auch eurem Hirn. Und wie viel und was zockt ihr so? Verratet es uns in den Kommentaren.